Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mii-Nachrichten war der 1. September 2022. Wer hätte gedacht, dass die ansonsten eher arbeitsscheue Zeinib letzten Monat eine neue Firma gegründet hat? Ihre neue Firma exportiert Muffins aus der Massenproduktion auf Istanbul? In alle möglichen Länder auf der Welt. Bisher schreibt man noch rote Zahlen. Trotz der drohenden Pleite sagte Zeinib: Ich wollte nur ein einziges Mal in meinem Leben Boss genannt werden. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das ist doch mal eine nützliche Meldung. Frieden für alle Nationen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Galomi. Der 1. September war das Sendedatum dieser Mail-Nachrichten. My friend, Zeynep, Melanie Q.